Mann, weißt du noch, ey, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, bist du ja aufgeschlagen? Ja, 3 Jahre ist es ja. Ja. Ja, ne, muss so sein. Aber da war ich ja noch gar nicht. Da war hier alles komplett leer. Da gab es nur die paar Häuschen und das war's. Wir trinken heute übrigens aus Cocktailmixern, ja. Da gibt man her. Da steht er auf dem Tisch. Wo sag ich mal? Hast du noch mal Bock auf eine finale Stadttour? Hat sich ja doch noch mal ein Stadttour. bisschen was verändert, würde ich sagen, ne? Aber wie? Ja, leg doch mal, komm, lass mal gucken. Na komm, gehen wir mal los. Da bist du da oben angekommen und ja, bei mir zu Hause, dann spielt in der Bar und dann haben wir uns ja hier so anders angeschaut. Ne? Da war ja gar nichts, da war hier nichts. Da war hier Kein gar nichts. Park. Ich glaube, da hinten hatte ich ja das Treibhaus hingebaut gehabt, aber da kam mir die eine Zombie-Horde, hat alles kaputt gehauen und jetzt haben wir da unseren Waffenladen. Der Waffenladen sieht sehr, sehr schön aus. Da habt ihr euch richtig Mühe gegeben. Können wir da einmal reingehen? Dann haben wir hier die ganzen Anziehsachen und die Munition. Krass. Alles voll? Alles voll. Alles. Alles voll. Sollte ja nach 3 Jahren mal so sein, ne? Ja, das ist richtig. Und hier haben wir dann auch da hinten eine kleine Waffenkammer gebaut, weil wir so viel Waffen finden. Der stand hier schon. Das Häuschen stand hier schon. Ich glaube, die nächsten 3 Häuser standen hier schon, ne? Ja, das stand schon hier. Das war ja der Laden, den wir geplant hatten. Der endlich mal zum Laden auch mutiert ist. Alles Ja, sieht voll schön. aus da unten. Die Schneiderei, die war ja auch nicht so groß und unser Apotheke-Erste-Hilfe-Zentrum um Exe. Da war ja so ganz klein, da war ja noch nichts. Da standen ein paar Schränke oder sowas. Jetzt sind wir in der Und richtigen Boutique. den Keller würde ich mir gerne noch mal angucken. Ja, das ist. In Exis Keller, da wollen sie doch alle. Das ist einfach nur geil. Weißt du, ganz am Anfang, da haben sich hier welche eine Bodenschau gemacht und nichts abgeräumt. Oder Ex hat bei irgendwelche Partys hier gefeiert. Ja, dass sie immer im Chefsessel sitzen und sich die Models hier alle angucken, das ist er. In der Apokalypse. In der Apokalypse, aber absolut krass. Also hier haben wir richtig viel Kleidung schon gesammelt jetzt über die letzten Jahre. Oder hier, weißt du noch damals, dass wir das erste Mal hier reingegangen sind? Ja. Also Klopapier haben wir immer noch genug, Ja, aber Klopapier, das. ja, hier war ja gar nichts. Hier waren Bretter. Hier schnibbelt immer noch die Tilly an irgendwelchen Leichen rum, Oh, was ich da liegen Vorsicht. sterbe. Ja, hier wird geübt. Alles klar. Ja, nicht. Jetzt haben wir eine super Verpflegung. Versorgung mit Medizin und dergleichen. Aber Verpflegung ist das richtige Stichwort für das nächste große Projekt, was ja eigentlich hier vorne immer stand. Genau, da haben wir ja umgebaut. Genau. Da war ja vorher das provisorische Restaurant, was wir so gebaut hatten. Aber es hat ja nicht so reingepasst. Da war alles zu. Da haben wir hier umgebaut. Jetzt haben wir Alberto ist zu uns gekommen, hat jetzt ein Restaurant geöffnet. Hier draußen mit dem kleinen Kühlschrank mit All You Can Eat. Genau, Hier und die schöne hier. Grüß dich, Alberto. Da kann hier jeder sich natürlich dann bedienen aus der Stadt, wie immer. Und das haben wir dann ja auch nochmal alles ein bisschen schöner geordnet. Früher lief das ja alles ja noch mit Generator. Weißt du, erstmal den kleinen roten hat man den größeren gefunden gehabt. Und jetzt alles Solar. Wie läuft das jetzt hier alles über Solar, ne? Jetzt funktioniert die komplette Stadt autark über Solaranlagen. Genau. Wo sind die eingebaut? Auf dem Dach. Hier sehen wir es ja. Okay, und das hat jedes Gebäude jetzt hier so für sich? Die Oder meisten. die Die meisten meisten? haben jetzt noch Strom. Oder hier das Gewächshaus haben wir dann ein bisschen schöner gestaltet, auch hier hoch gemacht. Das war ja vorher so eine kleine Klitsche, weil er ganz unten, aber das war ja ein ewiger Weg. Und vor allem ist jetzt viel, viel sinnvoller vom Weg her zum Restaurant viel näher dran. Ja, da muss man nicht ewig rennen. Ja. Wundert euch übrigens Abbeheizt. nicht hier, warum hier niemand gerade so groß auf dem Server zu sehen ist. Wir hatten eine große Mission gestern noch und die sind hier noch alle am Pennen. Und wir dachten uns K.O. aber, wir machen jetzt hier mal unsere finale Rundtour mal. Weiter geht's. Und wir haben ja gestern auch gut gefeiert, Ja, wir haben auch gut gefeiert noch, das stimmt. ne? Willst du ein Bierchen? Wenn wir gerade hier ein Konterbierchen, wenn wir hier gerade schon dabei sind. Ja, das wollte ich jetzt gerade so fragen. Die Stimme wird trocken. Okay, alles klar. Musterchen. Wo ist? Nur wo du Weiter dann hier geht's. oben reingefahren bist, war ja noch alles hier voller Schlamm. Weißt du?
Ja. Ja, keine Tankstelle. Stimmt. Keine Tankstelle. Wir haben eine kleine Tankstelle jetzt, genau. Und dann hatten wir hier unser Lager gehabt. Da stand ja nur das eine Gebäude. Richtig. Das haben wir jetzt schon unsere Werkstatt. Will ich einmal kurz rein? Kleinen Moment. Oh, krass. Okay. Schrottplatz ist hier immer noch hinten. Das war ja auch damals schon so. Hier hinten steht noch unser Konvoi, genau. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen umgebaut gehabt. Das Metalllager war ja vorher da oben. Haben wir jetzt hier unten verlegt. Vorsichtig, nicht, dass du dich... Ja, du hast ja recht. Und? Prost! Prost! Einer geht noch herum. Einer geht noch! Ja, da ist hier unsere Waffenfabrik. Ja, Samsono, der pennt bestimmt auch noch. Der war richtig gestern gut. Ja, der hat auch vor dem... davor zu tun. Wie viel Schuss? 40.000? 40.000 hat er, glaube ich, gecraftet, ja. Und okay, es ist hier ein bisschen leerer geworden, weil wir vieles in den Gunstore gepackt haben. Nur noch die besonderen Waffen lassen wir hier. Den Keller hast du noch nie gesehen von dem, ne? Nee, hat er. Stimmt, der hat ja hier seinen Keller. Alter! Das ist die Munitionsabteilung. Also der Waffenladen war nur der Anfang, die Spitze des Eisberges, ja? Ja. Okay, wunderschön angeordnet. Und hier sind die Waffen. Boah. Hier oben ist die Genau. War hier der Metalllager drin. Genau, da hat man ja hier nur riesige Kisten hier, wenn man hier reingekommen ist, so, wo man ablegen konnte. Und falls man sich auch wundert, also hier hat ja jeder jetzt so mittlerweile seine Berufe gefunden. Hier stehen ja immer Kisten davor. Die Kisten sind für unsere Looter, beziehungsweise die Leute, die draußen unterwegs sind. Wir öffnen mal auch einmal mal die Karte, würde ich sagen, kurz mal. Denn man sieht ja hier, hier sind ja doch noch ein paar Leute online auch, aber der, wenn man jetzt hier den McConnor Clan enabled, dann sieht man hier, wir haben hier schon alles gelootet, unsere Looter waren viel unterwegs, Muldraw ist komplett leer, hier oben auch alles gelootet, also egal wo man so hingeht, hier ist schon gut viel in den Städten gelootet worden. Sehr viel wurde schon rausgeholt, was geht. So ist es, so ist es. Und diese ganzen Sachen, die packen die dann hier einfach in die Kisten rein. Das ist so unser System mehr oder weniger. Und dann die Leute, die sich wirklich dann mit den Abteilungen beschäftigen, räumen das Ganze dann auch wieder ein. Genau. Also das hier bei der Elektrokiste, die davor steht, und bei der Metall. Das steht auch für die, die jetzt Elektrotechnik skillen wollen. Gehen daran, zerlegen die Sachen und fertig aus. So ist es. Also das ist so das System dahinter, was sich jetzt über die 3 Ingame-Jahre entwickelt hat. Ja. Und was auch sehr, sehr gut damit läuft. Definitiv, weil so weiß man einfach, oh, da kann ich, da ist was drin, das kann ich zerlegen. Und hier war ja auch noch nichts. Hier war ja alles brach. Alles Brachland, ja. Hier kommen wir jetzt in die Wohngegend, ne? Kurz mal, Entschuldigung. Genau. Also ich weiß, was damals noch war, da war die Fischhütte. Die stand da noch. Als das erste Mal hier warst, da hinten. Genau, die war es, die ist hier in der. Oh, was ist denn hier los? Naja, fragen wir mal nicht. Hier liegt der. Genau, hier ist die Fischerhütte. Ja, von damals. Genau, und hier wohnen halt all unsere Member, das geht noch bis nach hinten durch. All unsere Dorfbewohner. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja, Manu, was wolltest du gerade sagen? Da haben wir ja noch diesen Versammlungsraum, die Bibliothek. Hier war ja noch hier diese, weiß auch diese Baustelle, da haben wir jetzt den Parking gepackt. Genau, hier wurde am Anfang Tischlerei geübt, noch damals. Ja. Ja, da haben wir jetzt hier einen schönen Platz draus gebaut. Wir haben so viele Bäume abgeholzt, das ist der Wahnsinn. Ja. Dann hatten wir hier den Versammlungsraum. Genau, und der hat sich auch nochmal verändert. Und da war unsere Startmissionen, haben wir hier drin besprochen, und auch wo wir immer Meetings allgemein hatten, haben wir die immer hier drin abgehalten. Das hat sich natürlich hier nochmal ein Stück verändert, einfach. Das Schöne ist, hier haben wir die Meetings gemacht. Später? Ja, dann sind wir einfach ein Stockwerk höher gegangen, ne? Ja, oder wird gesoffen. So, das haben wir den Bücherladen eigentlich das letzte Mal schon drauf gehabt? Ja. Ja, den hat man schon, ne? Cookies. Ja. Er hat sich auch nicht mehr groß verändert von ihm. Genau, Nomadenstellplätze. Genau, da unten ist auch der Allergisch mit seinen Bussen, Fahrzeugen, Flotte.
Der Club hat sich auch verändert. Wir haben einen DJ-Pult. Ich renne einmal kurz oben rein. Da war ja noch dieser große Funkmast hier. Den haben wir ja abgebaut und dann vorne ins Lager gepackt. Genau, den haben wir nach vorne gepackt weiter hier. Und hier haben wir jetzt hier durch die Lifestyle-Mod. Lifestyle-Hobbys, DJ-Pult, genau. Musik. Also der updated nach wie vor, beziehungsweise das letzte Update war dann halt jetzt hier mit einem DJ-Pult. Ganz großartig, was der Angry da herstellt. Mega, weil ich freue mich schon auf die nächsten Updates. Ja, ich mich auch. Ja, weil wir Häuschen, das war ja auch noch so eine alte Bretterbude. Jetzt ist das. Oh, gemütlich. Gemütlich. Dürfen wir kurz mal eintreten? Die Gitter hast du entfernt. Ja, unser Lager ist jetzt befestigter und dadurch kommen die Zombies ja nicht mehr so stark. Geil. Oh, sieht das gemütlich hier aus. Und hier ist Badezimmer noch? Oder? Ja, ja. Ohne Eimer. Ohne Eimer? Eimer ist... Oh, schöne Tür. Eimer ist weg. Hier. Eimer ist weg. Ah. Ja. Alter. Oh, sieht das gemütlich hier bei dir aus. Oder bei euch eher. Und dank der Greenhouse-Mod ja. Haben wir jetzt mal so einen schönen kleinen Wintergarten hier gemacht. Oh, sieht das entspannt aus. Wollen wir hier mal kurz noch ein Bierchen? Hast du noch eins? Oder willst du noch eins haben? Prost! Weiter geht's, wir sind ja an deinem privaten, am allgemeinen Strand, meine ich natürlich. Allgemein. Ne, allgemeiner Strand für alle. Was wir noch letztens nicht hier hatten, das war ja auch hier, jetzt kommen wir jetzt zu dem, wo hier noch alles brach war, so richtig brach, also so gar nichts. Definitiv, und hier ist unser Dojo, hier ist der Chris. Der muss jetzt Strafstöße machen. Hallöchen. Du bist hier fleißig am Üben? Ja. Man muss immer gewappnet sein für die Apokalypse. So ist es, so ist es. Wir erklären mal ganz kurz hier das System. Ich erkläre das jetzt ja einmal ganz kurz, Chris, ja? Also, wir haben jetzt hier eine Mod drauf. Da kann man quasi an die Statue ran. Vorsicht, Chris, ich will dich hier nicht hauen. Dann kann man gefährlich. Quasi üben. Und damit skillt man zum Beispiel seine Stumpfwaffe. Und das geht dann halt dadurch höher. Die Mods blende ich euch auch gleich mal ein. Und das ist auf jeden Fall ein großartiger Gewinn, vor allem auch im Multiplayer, um einfach in der Stadt üben zu können. Und gleiches. Danke, Chris, du kannst weitermachen. Wir gehen jetzt hier mal weiter zum Schießen. Vielleicht gehen wir dann nochmal zu deinem Häuschen. Ich hoffe, du hast aufgeräumt. Ja. Ja, genau. Die Mod blendet es ja später ein. Haben wir es auch Schießstand aufgebaut. Sehr, sehr geil. Wir haben drei Bahnen. Einmal so für die Bahn 1 für Armbrust oder Pistolen. Da kann man einfach so eine Knifte nehmen. Hast du denn eine Waffe dabei? Nee, ich habe keine mit dabei. Ja, nimm dir eine Armbrust, kannst ja mal da drauf schießen. Ja? Zack. Dann laden wir mal einmal nach. So, und dann ziele ich da hinten hin, oder? Genau. Du merkst ja, dass dein Fahnenkreuz ein bisschen anders ist. Das kommt auch durch eine Mod, die kannst du später dann ein. Ist das ein bisschen besser. Pfeffer. Krass. Und damit habe ich jetzt... Krass. Ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, deswegen ich bin gerade total... Genial. Und dann, wenn du genau guckst... Oh, tatsächlich. Jetzt sieht man da Löcher so drin. Das ist ja eine geile Mod. Da ist er. Und für alle Kinder, Alkohol und Schießen ist nicht... Ja! Da war ja was. Vor allem, jetzt habe ich hier noch mein Mikrofon schön in der Hand. Wunderbar. So, und Dosen schießen. Rest anfangen. Jawohl. Wie geil. Zack! Und immer von rechts nach links kannst du immer schön schießen. Alter, schade. Den habe ich nicht, aber wie ein Lucky Luke, wie ein echter. Auf dieser Bahn ist dann für die langen Waffen, für die Gewehre oder dergleichen. Das ist noch mehr Long Range sozusagen dann? Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich mit der Waffe auf dich. Ich weiß nicht, mit der Pistole müsste das auch gehen. Ja. Ja. Leichten Skill. Krass. Also auch hier drin kann man jetzt dementsprechend seine Fernkampffertigkeiten skillen. Sehr schöne Idee von euch gewesen, Manu. Ja, ja, dann hat sich hier unten, gehen wir ein bisschen in den Süden. Haben wir jetzt eine Polizeistation? Ja. Hallo?
Hallo. Oh, grüß dich, Noelle. Das hier ist dein Reich, deine kleine Polizeistation? Jupp. Sehr schön. Und da hast du hier sogar ein Gefängnis. Sehr geil. Hier wird deine Ausrüstung drin sein. Sehe ich das richtig? Jupp. Und was ist hier draußen? Hier draußen, damit die Gefangene auch frische Luft bekommen, haben wir hier so einen ganz kleinen, sagen wir mal, Gefängnishof. Sehr schön. Ja, das ist ja alles ganz human hier gestaltet, wie man sieht. Sehr schön. Vielen Dank. Und da sind deine zwei Autos wahrscheinlich einmal Offroad und einmal für die Straße, so, ja? Ja, man muss ja überall sein. Großartig. Vielen Dank, Noel. Dankeschön. Gerne. So, da ist auch hier das Haus von Noel. Oh, der hat hier mit... Der hat einen Teich, wo er... Alter, und dann hat er... Also, das ist hier echter Luxus. Hier unten haben wir dann scheinbar die Luxusbuden schon. In ja. unserem Dorf. Mhm. Hier ist unsere Zentrale für Strom. Natürlich reicht der eine Solarpanel da oben ist nicht aus. Sondern die sind alle auf diese Dächern verteilt und mit denen verbunden. Aber die okay. Baustelle ist jetzt hier unten. Also den Tisch, den vom letzten Mal kennen wir ja hier. Ah, und da ist jetzt hier die Baustelle. Sehr, genau. sehr schön. Und hier kann man dann Tischlerei jetzt weiterhin skillen. Hier unser Christi da oben. Ist der da jetzt oder der ist wahrscheinlich noch am Trainieren, wa? Weiß es nicht. Chris? Chris, bist du da? Ja. Hast du aufgeräumt, Chris? Ich bin gerade noch dabei. Das war doch nur ein Spaß. Aber gib uns gerne eine kurze Führung einfach. Ja? Ja. Hier schläfst du? Also, unter anderem. Okay. Ich will gar nicht mehr wissen. Okay, hier ist dein Wohnzimmer. Ja. Wo du auch hier dann quasi einen Ofen drin hast, den man bedienen kann. Genau, auch sehr geil. Und hier hast du deinen Küchenbereich einfach. Also, alles sehr schlicht gehalten. Kaffeemaschine ist natürlich wichtig hier. Ja, na klar. Wie... fühlst du dich so im Dorf? Du bist ja jetzt ja auch schon ein paar Ingame-Monate auf jeden Fall mit uns hier unterwegs. Ist bisher alles zu deiner Zufriedenheit im Dorf zumindest, dass du hier alles findest? Und wie fühlst du dich? Fühlt man sich hier noch wie in der Apokalypse oder fühlt sich das schon wieder wie das echte Leben an? Das normale, echte Leben ohne Zombies? Dadurch, dass wir uns ja alle gegenseitig hier unterstützen im Dorf, und deshalb eigentlich aber auch die schlichte Haltung von meinem Haus hier, da ich ja fast nie zu Hause bin, sondern eher auf Touren draußen, um Loot zu besorgen. Es ist als Gemeinschaft an sich sehr angenehm geworden. Also im Gegensatz zur Apokalypse, die wir ja vorher hatten, wo wir nichts hatten. Sehr, sehr schön. Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also hier helfen sich alle sehr untereinander. Und vor allem, man braucht gar nicht so viel hier drin, weil man hat ja eigentlich alles in der Gemeinschaft draußen schon. Vollkommen richtig. Geil. Danke dir, Chris. Keine Ursache. Hier ist unser zweites Stadtzentrum im Mini-Format. Krass. Sag ich. Mit unserem Fitnessclub. Wer trinkt, muss auch ein bisschen schwitzen können. So ist es. Und ist benutzbar. Wir haben unsere Sporttaschen, unseren Sportsachen, da kannst du draufschwingen und dann rennen. Und dann haben wir jetzt hier quasi die unterschiedlichen Taschen. Also jeder hat hier seine Tasche sich zurecht gelegt mit all seinen Fitnesssachen. Hier wird nämlich eigentlich so in unseren Straßenklamotten nicht trainiert. Deswegen trinke ich auch Wodka. Ja. Vitamine sind wichtig. Vitamine sind immer wichtig. Ja, hier ist unser kleine Schlemmerbude. Mhm. Haben wir auch. Und hier Ach. Kommt so ein bisschen der kleine Ikea, ne? Sehr genau. Also wir fahren ja raus und sammeln wir Sachen. Dann kann man hier so... bisschen IKEA-mäßig shoppen gehen, Fernseher, Betten, Gardinen, Tische, ach alles, was das Herz begehrt. Dann hat sich unsere Kirche, wir haben ja jetzt einen Pastor. Ja, der Pastor, der wird wahrscheinlich auch noch am Pennen sein. Der nimmt die Beichte ab. Ja, der nimmt die Beichte ab. Aber ein bisschen schöner gestaltet, mal ein bisschen. Die Gräber haben sich auch ein bisschen verdoppelt bis verfünffacht, aber gut. Und dann... haben wir ja hier Außenbefestigung. Ich glaube, die haben wir uns. Haben wir uns die das letzte Mal angeguckt? Die ist ein bisschen stärker geworden. Ja, die sind ordentlich stärker geworden, Alter. Also da mussten wir ein bisschen verstärken.
Genau, hier kommt wieder ein bisschen Wohngegend noch und das war's dann eigentlich auch schon grundlegend, oder? Also. Ja, von der Stadt her mäßig war das alles. Ja, wir überlegen ja auch jetzt demnächst, weil alles hier langsam leer gefarmt ist, ob wir uns bald irgendwo anders niederlassen. Hm. Oder eine Vorstadt bauen irgendwo anders und hier die Basis lassen, die Neuankömmlinge. Aber das wird sich noch zeigen. So, dann würde ich mal sagen, du hast irgendwie, keine Ahnung, haben wir noch zu wenig getrunken? Ja, ich bin auch schon wieder komplett dehydriert. Wir machen uns einfach jetzt wieder in die Bar, aber ich hoffe, den Zuschauern hat es Spaß gemacht. Und ihr konntet vielleicht ein paar coole Mods nochmal sehen und konntet auch mal sehen, was alles so möglich ist im Project Zomboid. Denn, wie man sieht, es ist unglaublich viel möglich, vor allem mit Mods nochmal und mit viel Willenskraft, vor allem von Haddock und dem ganzen Team im Hintergrund. Also ich bin euch auch unglaublich dankbar, dass ihr da so viel Energie und Zeit reingesteckt habt. Und ja, es hat einfach ganz viel Spaß gemacht, auch das Dorf hier mit euch aufzubauen. Es ist auch mega. Das ist das Geile mit den Mods. Man kann auch irgendwann echt schöne Städte bauen. Ja. Nicht nur Zombies prügeln oder in der Dackelgarage. So ist es. Man kann ja auch wirklich nochmal ein bisschen Entspannung in die Apokalypse reinbringen und ganz autark nochmal von dem ganzen Scheiß leben. Auch wenn immer mal wieder Zombie-Angriffe kommen und alles, aber Muss ja sein, ne? Die nervigen Nachbarn. So ist es, aber die nervigen Nachbarn. Wir haben ja gesagt am Anfang, wir wollen eine neue Zivilisation bauen. Ich denke, Mission erfüllt diesbezüglich. Ja. Auf jeden Fall. Hier einen frischen Bio-Apfel, ja. Oh, Apple Day, Dr. Way. Das ist auch ein wunderschönes Sprichwort zum Beenden dieser Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Lasst natürlich uns auch gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, ist kostenlos und hilft uns unglaublich weiter. Wir wollen die 1000. Ja, wir wollen die 1000. Unbedingt. In diesem Sinne. Bis dann. Wir haben euch lieb.